Und ich glaube, es geht allen Fraktionen so, man weiß gar nicht, womit man anfangen soll. Ich glaube, jede einzelne Fraktion könnte den Herrn Sobotka ohne Problem 4 Stunden befragen und wäre noch nicht durch und wäre noch nicht fertig. Es gibt bei ihm so wahnsinnig viele Themen, das zeigt auch seine massive Verstrickung in den Untersuchungsgegenstand und wird heute wieder mal alle, die es eh schon wissen, zeigen, wie unvereinbar es ist, dass der Herr Sobotka den Vorsitz führt im Untersuchungsausschuss. Die einzigen, die das noch nicht sehen, ist der Herr Sobotka selbst und der Herr Hanger. Der kommt gleich nach mir und kann das dann auch wieder mal unter Beweis stellen. Das, womit wir jedenfalls auch zum Thema machen wollen, ist zum Beispiel die Rolle von Herrn Sobotka bei der Frage der Aktenlieferung Blümel. Wir wissen ja alle, dass Blümel sich über Monate geweigert hat, dem Untersuchungsausschuss Akten und Unterlagen uns zu übersenden, die uns rechtlich zustehen. Wir waren gezwungen, dann zum Verfassungsgerichtshof zu gehen. Der hat am 3. März 2021 dann gesagt, der Herr Blümel ist verpflichtet, diese Akten und Unterlagen zu übersenden. Der hat das trotzdem nicht getan. Dann waren wir gezwungen, noch einmal zum VfGH zu gehen und die Einleitung der Exekution beim Bundespräsidenten anzuregen. Das ist dann am 5. Mai passiert. Und das hat dann sehr, sehr lange gedauert, bis dann tatsächlich das Landesgericht für Strafsachen beauftragt wurde, diese Exekution durchzuführen. Das war bereits im Juni und Anfang Juli, quasi in den letzten Tagen des Ausschusses, war dann der Liefertermin. Und das, was dann passiert ist, ist, dass das Landesgericht für Strafsachen zum Herrn Sobotka kommt mit einem Datenstick und ihm den Datenstick geben will. Und er die Annahme verweigert unter fadenscheinigen Gründen und damit die Anlieferung dieser Daten, die ohnehin schon Monate verzögert wurde durch die ÖVP, rechtswidrigerweise gegen den Verfassungsgerichtshof, gegen den Bundespräsidenten noch einmal um 2 Tage verzögert hat, damit wir ja möglichst wenig Zeit haben vor der Befragung von Blümel und vor allem vor der Befragung von Kurz, diese Akten und Unterlagen überhaupt ansehen zu können. Und das ist ehrlich gesagt einmalig, dass ein Parlamentspräsident nicht im Interesse des Parlaments, im Interesse der Institution arbeitet, sondern gegen diese Institution arbeitet. Also ein klareres Zeichen dafür, dass der Herr Sobotka quasi als Ausschussvorsitzender hier nichts verloren hat, als das wird man eigentlich nicht mehr liefern können. Sonst werden wir uns natürlich wieder mit dem Alois Mock-Institut beschäftigen, mit seinen Umfragen, die er als Innenminister hier im Mai 2017 in Auftrag gegeben hat, alle mit parteipolitischen Motiven, vor allem was Kurz betrifft, Fragen gestellt, die gar nichts mit der Arbeit des Innenministeriums zu tun haben. ÖVP-Generalsekretär zum ehemaligen im Finanzministerium Thomas Schmidt, die Art und Weise, wie er im Ibiza-Untersuchungsausschuss hier mit dem Bundeskanzleramt kooperiert hat, um die Arbeit des Ausschusses zu torpedieren, seine Personalentscheidungen und seine Rolle, die wir ja kennen in den BMI-Chats, wo er immer interveniert und zwar immer mit einem parteipolitischen Grund, wo er sagt, diese Person soll befördert werden, versetzt werden, die Versetzung bekommen, was auch immer. Und argumentiert wird es immer ausschließlich mit, der arbeitet mit bei der Ortspartei oder er arbeitet bei der Schwarzen Gewerkschaft mit, also immer mit einem rein parteipolitischen Einschlag, begründet er immer seine Intervention und wieso er sich für eine Person einsetzt und nie mit den Fähigkeiten dieser Person, sondern immer nur mit seiner Nähe zur ÖVP. Ja, und wie gesagt, der Herr Sobotka, der könnte Tage füllen der Arbeit des Ausschusses. Am meisten würde er dem Ausschuss wahrscheinlich dienen, wenn er den Vorsitz zurücklegt. Ja, sonst haben wir heute noch das BAK, wo man sieht, dass es hier quasi von Anfang an durch das Innenministerium bei den Ibiza-Ermittlungen ausgebotet wurde, obwohl es rechtlich zuständig gewesen wäre. Da haben wir 2 Auskunftspersonen, mit denen wir die Nichtrolle des BAK de facto beleuchten wollen.